Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Vernetzte IT-Systeme sind aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken und werden auch in Zukunft eine noch viel größere Rolle spielen. Auf der einen Seite geht es bei diesem Thema auch immer um die Sicherheit von Daten und die Frage, wer hat Zugriff und was passiert mit den Daten? Auf der anderen Seite bieten vernetzte Systeme für Unternehmen und Menschen viele Vorteile, wie die Möglichkeit, auf Wissen und Informationen zuzugreifen. Ich möchte heute mit euch dieses Thema genauer am Beispiel des Healthcare-Sektors beleuchten und dabei der Frage nachgehen, was spricht für den Einsatz von Cloud Computing und Netzwerksystemen im Business? Wie können vernetzte Systeme zu mehr Selbstbestimmung führen? Und wie vernetzt sieht die Zukunft aus? Zu diesem Thema darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Vitabook und Aponow. Er ist Vertriebs- und Marketing-Experte für vernetzte IT-Lösungen, war 5 Jahre Strategiemanager bei Cisco Systems und hat langjährige Erfahrung als Vertriebsleiter und Key-Account-Manager. Zudem ist er Diplom-Kaufmann und spricht neben Deutsch und Englisch auch noch Russisch und Französisch. Ihr dürft euch auf einen spannenden Gast und ein spannendes Gespräch freuen. Mit Markus Bönig. Viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast bei mir in der Show. Heute ist Markus Bönig. Markus, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Bist du ready und wollen wir loslegen? Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir beide heute miteinander sprechen können. Ja, schön. Wir haben uns auch schon ein bisschen warm gequatscht. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was selbst über dich erzählen. Wer ist Markus Bönig als Privatperson und was genau du beruflich machst? Ja, mein Name ist Markus Bönig. Ich bin 42 Jahre alt, seit mittlerweile 20 Jahren verheiratet, 3 Kinder. Ich bin Diplomkaufmann. Und habe mein bisheriges Berufsleben für amerikanische IT-Konzerne gearbeitet. Ich bin bis vor 7 Jahren bei Cisco Systems Strategiemanager gewesen für öffentliche Auftraggeber und das Gesundheitswesen. Und das habe ich alles an den Nagel gehängt, um mich unternehmerisch zu betätigen. Und das sind so die Parameter, um mich einfach mal einzusortieren. Mhm. Gibt es so in deinem Leben so einen Glaubenssatz oder ein Erfolgszitat, was dich irgendwie schon länger begleitet? Ja, das gibt es und das ist sehr kurz und einfach. Geht nicht, gibt's nicht. Das habe ich in den Jahren als Unternehmer gelernt. Es gibt ständig Widrigkeiten und man kann aufgeben und man kann es aber auch nicht aufgeben und einfach dranbleiben. Und das ist mindestens so wichtig wie all das Wissen, das man mitbringt, diese Hartnäckigkeit, konsequent ein Ziel zu verfolgen und sich nicht abbringen zu lassen. Das hat mich sehr beeinflusst all die Jahre. Ja. Und wer dich allein im Internet verfolgt, stellt fest, du bist sehr stark aktiv in der Gesundheitswirtschaft und da ist dieser Glaubenssatz natürlich fast eine so die persönliche Lebensversicherung, um daran zu glauben, dass das am Ende tatsächlich was wird. Wie hast du das so erlebt, jetzt dann auch in diesem Moment Unternehmer zu sein und wirklich was aufbauen zu wollen in dieser Branche? Ja, ich habe ganz zu Anfang meiner Unternehmertätigkeit eine Doktorarbeit begonnen, um das zu erforschen, was ich unternehmerisch tun möchte. Ich habe mir also wirklich knapp 1,5 Jahre Zeit gegeben, mein Thema zu erforschen. Das Thema ist nämlich der selbstbestimmte Patient und habe mir da verschiedene Arbeitshypothesen überlegt, natürlich auch einen Businessplan gebaut. Und die Erkenntnis war die, dass kein Businessplan den Kontakt mit dem Kunden überlebt und alles dann doch ganz anders kommt, als es in der Theorie aussieht. Es gibt da viele Befragungen, wie Kunden reagieren würden. Wenn man sie dann wirklich damit konfrontiert, handeln sie meistens ganz anders, besonders im Gesundheitswesen. Und insofern ist meine Beobachtung, ich dachte mal, dass ich da in einem Sprint eine tolle Idee starten könnte. Und am Ende ist es ein Marathon im Sprint geworden. Das ist meine Beobachtung. Ja, das
ist der Wahnsinn. Wie hast du so diesen Start empfunden? Also was mich interessiert ist, Gesundheitswirtschaft ist ja wirklich ein sehr heikles Thema. Wir haben Gesetze, die das Ganze natürlich sehr reglementieren, sehr stark einschränken. Wie hast du es geschafft, dich so persönlich auch motiviert zu halten und zu sagen, geht nicht, gibt's nicht? Also, dass du da wirklich auch durchkommst mit deinen Ideen. Ich bin aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive in das Gesundheitssystem gestartet. Einer Perspektive, die selten beschritten wird, nämlich konsequent aus der Sicht des Patienten. Ich habe mich einfach gefragt, was will der selbstbestimmte Patient? Was fehlt da eigentlich? Und dann wird es ziemlich schnell deutlich, wenn man in Vernetzung denkt, dass einfach ein eigenes IT-System des Patienten fehlt, quasi ein Primärsystem, mit dem der Patient mit all den anderen Profis, mit denen er zu tun hat, irgendwie auf Augenhöhe kommunizieren kann. Also diese nicht vorhandene Vernetzung, die nicht vorhandene Aktenlage in den Händen des Patienten. Und wenn man keine digitale Identität hat, kann man auch keine digitalen Prozesse wirklich leben. Also war das der Hintergrund. Und zweitens, ein großer Pragmatismus, mich nicht davon abhalten zu lassen, was Gesetze verbieten, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, dass das, was der Patient will, dann doch Wirklichkeit wird, weil die Gesetze, die es dazu gibt, doch viel umfassender sind, als man gemeinhin glaubt. Ich bringe mal zwei Beispiele. Mhm. 2003 wurde ein Gesetz verabschiedet, Paragraph 68, Sozialgesetzbuch 5. Da steht drin, dass Krankenkassen ihren Versicherten eine eigene Gesundheitsakte finanzieren können, die nicht von der Krankenkasse eingesehen werden darf und bei einem Dritten liegen muss. Seit 14 Jahren gibt's die Möglichkeit. Oder nehmen wir das Patientenstärkungsgesetz, 2012 ins bürgerliche Gesetzbuch gekommen. Dort steht drin, der Patient kann von seinem Arzt verlangen, unverzüglich seine Gesundheitsdaten in digitaler Form zu erhalten. Das geht seit 5 Jahren schon. Das Problem ist nur, es gibt kein Konto, wo man die Daten hinschicken könnte. Warum interessiert sich vielleicht auch aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, der Patient nicht so intensiv für seine Daten, wie man das vielleicht, wenn ich jetzt so mal an die Steuererklärung denke, ne, da versuche ich dann jede Rechnung zu sammeln, um sie dann dem Steuerberater zu übergeben. Genau. Warum bin ich als Patient nicht so hinterher, dass ich auch den Arztbrief bekomme, dass mir die Röntgenbilder vorliegen? Warum ist das vielleicht auch ein Stück weit nicht gelernt? Das ist genau das Stichwort. Es ist nicht gelernt. Wir sind Teil eines Systems. Wir haben gelernt, wie Ärzte mit uns umgehen. Und das ist eine starke Asymmetrie. Der Arzt oben, ich unten. Das hat sich etwas abgeschwächt in den letzten Jahren. Aber es bleibt dabei, wenn ich heute als Patient von meinem Arzt verlange, gib mir meine Daten, dann habe ich als Patient ein ungutes Gefühl, weil ich damit im Grunde Misstrauen ausdrücke. Und das allerletzte, was ich will, ist, dass der Arzt mich nicht mehr mag und mich nicht gesund macht. Und deswegen ist es dann das kleinere Übel, lieber ahnungslos und mit keinen Daten von dannen zu ziehen, als irgendwie meinen Arzt verärgert zu haben. Man kommt also aus dieser Nummer nur raus, wenn der Arzt von sich aus anbietet, ich mache mich transparent, ich gebe dir deine Daten, das ist wichtig für dich, weil ich nicht dein einziger Arzt bin, sondern es gibt da noch einen dritten und vierten und fünften und du kommst mal ins Krankenhaus. Und wenn du dann diese wichtigen Daten nicht hast, dann hat das fatale Folgen, unerwünschte Wechselwirkungen, doppelte Impfungen, Mehrfachuntersuchungen, das ganze Programm, Unverträglichkeiten, die nicht bekannt sind, ein Implantat, das man nicht kennt und den Patienten deswegen fast umbringt. Also das ist wirklich nicht verantwortbar, keine Datenlage zu haben. Und trotzdem haben wir Patienten das so gelernt, da nicht aufzumüpfen und es einfach so hinzunehmen. Deswegen findet das quasi nicht statt, dass Patienten von ihrem Arzt oder der Klinik verlangen, gib mir meine Daten. Die Bereitschaft wäre groß, aber es muss mir der Arzt anbieten, der muss anfangen damit. Und wenn ich das verlange, wenn ich meine Daten verlange, bekomme ich die in der Regel per Post, vielleicht noch per Fax oder per E-Mail. Genau. Ja, und dann habe ich die bei mir irgendwo auf dem Rechner rumfliegen. Also das vielleicht mal so. Ich versuche gerade mit dir auch so ein bisschen die Engpässe gerade für aus Sicht des Patienten, für den Patienten zu beleuchten. Gibt es so ein paar Beispiele, die du kennst aus dem Ausland vielleicht, wo das besser gelöst wird? Der Witz ist, das wird nicht besser gelöst. Es gibt Lösungen im In- und Ausland, die spannend sind. Ich habe mir natürlich viele Fälle angeguckt, in Dänemark beispielsweise ein staatliches System, sundhed.dk, oder in England das National Health System, wo im Grunde der Staat zentrale riesige Datenbanken gebaut hat und die
Patienten da hinein nötigt, indem er sagt, hier werden jetzt alle Dinge gespeichert und du, lieber Patient, darfst da gnädigerweise auch drauf zugreifen. Aber die Daten liegen in meiner Hoheit. Ich, Staat, habe das in meiner Hand. Und diese Reihenfolge gefällt mir nicht. Die ist weltweit im Grunde einheitlich, dass man versucht, diese Daten zentral zu aggregieren in den Händen des Staates. Ich finde es besser, diese Daten in den Händen des Patienten zu aggregieren, weil der dann auch entscheiden kann, ob vielleicht mal Dinge gelöscht werden und Dinge da nicht drin auftauchen. So empfinde ich das als angenehmer. Und die vorherrschende Logik ist einfach noch nicht die, dass der Patient da im Fahrersitz sitzt, sondern der Patient ist immer der Betüdelte, der Behütete sozusagen. Und das wandelt sich meines Erachtens. Stichwort selbstbestimmter Patient, autonomer Patient. Da ist viel passiert und passiert noch viel mehr. Dr. Google und Wearables sind da große Antreiber. Jetzt gibt's ja auch Unternehmungen der Bundesregierung, Thema elektronische Gesundheitskarte, ja, was sich ja schon seit Jahren hinzieht, dieses Thema. Genau. Wie hast du das erlebt und welche Perspektive würdest du dieser elektronischen Gesundheitskarte geben? Ja, wenn man die vor 15 Jahren wirklich eingesetzt hätte, hätte man das dem Patienten noch über den Kopf ziehen können. Du Patient, sei still, die Ärzte reden miteinander und du brauchst auch gar keinen Zugriff. Der Zug ist nur abgefahren. Wir sind jetzt in einer Zeit, dass jeder ein Smartphone hat. In der Zeit ist das iPhone erfunden worden. Das hat 10 Jahre gedauert. 15 Jahre lang sind wir an der Gesundheitskarte dran und die kann Stand heute immer noch nichts. Sie kann auch nicht mal das Stammdatenmanagement, also mit anderen Worten, den Adressenabgleich. Das ist die erste wichtige Anwendung. Der zweite Teil, einen Notfalldatensatz drauf zu speichern, ist für irgendwann nächste Legislaturperiode geplant. Und jetzt kommt das Tragische. Dieser Notfalldatensatz würde niemals im Ausland einsehbar sein. Es würde also von vornherein eine nationale Insellösung sein, weil natürlich kein Spanier so einen doofen Konnektor sich für 4.000 Euro kauft und dann einen Heilberufeausweis und eine Gesundheitskarte mit 2 sechsstelligen Pins da reinhämmert. Also wir bauen gerade in einer globalisierten Welt nationale Insellösungen, und zwar weltweit passiert das. Auch die Dänen sind da nicht besser und die Österreicher auch nicht. Und gleichzeitig vergessen wir irgendwie, dass der Patient nicht mehr auf dem Beifahrersitz sitzen will, sondern autonom seine Daten handelt. Und diese beiden Konzepte sind nicht vereinbar. Die Gesundheitskartenlogik schließt eine Involvierung des Patienten in signifikanter Form aus. Okay, jetzt, wenn ich das mal zusammenfasse, bevor wir so auf die Lösungen kommen, bei denen du beteiligt bist oder die ihr entwickelt habt. Wir haben den Patienten, der eigentlich auf Augenhöhe auch mit seinen Behandlern agieren möchte. Ja, ob das jetzt ein Arzt ist zum Thema Behandlung oder auch ob das ein Apotheker ist natürlich. Genau. Es geht um das Thema, wer hat die Daten und wie kann ich auf die Daten zugreifen. Und es geht natürlich aus Perspektive des Patienten auch in gewisser Weise darum, zu sagen, wie habe ich mein eigenes Datenmanagement im Griff? Also wie habe ich eine gewisse Zentralisierung in den Händen des Patienten, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Können wir noch mal so in deine Anfänge gehen? Was waren so die ersten Lösungen, an denen du gearbeitet hast, um dem Patienten diese Selbstbestimmtheit in die Hände zu geben? Ja, der erste zentrale Punkt waren Fehler im Umgang mit Medikamenten. Das ist nämlich tatsächlich der zentrale Punkt und der größte Verbesserungsbereich. Je nach Einschätzung, BfArM-Präsident und andere, sind es mehrere hunderttausend Patienten jährlich, die in ein Krankenhaus gehen, weil sich Medikamente nicht vertragen. Das heißt, wir können mal nüchtern festhalten, das System, so wie es heute ist, zwischen Apotheken und Ärzten, führt zu fatalen Konsequenzen und ist so, wie es ist, nicht gut. Sonst würde das nicht zu hunderttausenden Fällen kommen. Denn es geht im Kern um was ganz Einfaches. Der Patient bekommt eine bestimmte Zahl von Medikamenten, 6, 7, 8 Stück. Und man müsste einfach nur abgleichen, ob die sich miteinander vertragen und ob sie überhaupt mit dieser Erkrankung in Verbindung gegeben werden sollten. Wenn man dafür eine Datenbasis hätte, die vollständig ist, dann würde man heute schon mit allen Datenbanken, die es gibt, das wunderbar verhindern können. Das Problem ist, dass wir hier in Grabenkämpfen stecken. Die Apothekerschaft behauptet, ja, wir kennen doch alle Medikamente unserer Patienten, weil der eine Stammapotheke hat. Nein, hat er nicht. Der Standardpatient hat 2 bis 3 Stammapotheken. Der Arzt wiederum behauptet, ja, ich bin doch der Hausarzt, ich weiß alles. Nein, stimmt auch nicht. Der Patient hat mehrere Ärzte.
Und wenn man dieses beides kombiniert, dann ist das Ergebnis vielleicht ein Drittel Wahrheit. Nämlich ein bisschen weiß der Arzt, ein bisschen weiß der Apotheker. Der einzige Mensch, der wirklich alle Packungen kennt, die er da nimmt, ist der Patient. Und ausgerechnet diese Ressource wird bis jetzt nicht gehoben oder mit mittelalterlichen Methoden wie einem Brownback Review. Lieber Patient, wirf mal alles in die Tüte und wir gucken uns das an. Das ginge anders. Zum Beispiel mit einem eigenen IT-System des Patienten. Einmal die Barcodes abscannen, die auf den Packungen sind und schon habe ich eine komplette Liste meiner Medikation. Und dann kann der Pharmazeut wunderbar Wechselwirkungen und Kontraindikationen erkennen. Und dann können Apotheker und Ärzte gemeinsam Risiken erkennen und verhindern. So einfach ist es. Und damit hatten wir begonnen, diesen Prozess zu verbessern, eine eigene Aktenlage rund um Medikamente zu schaffen, an Einnahme zu erinnern, an Wechselwirkungsprüfungen durchführen zu können und vor allen Dingen das lästige Nachbestellen von Folgerezepten und Medikamenten digital abzubilden. Diese Mechanik haben wir entwickelt, erprobt. Mittlerweile sind knapp 2,4 Millionen verschreibungspflichtige Packungen über Vitabook digital abgewickelt worden mit knapp 8.500 Ärzten, wo Patienten und Pflegedienste und Heime basierend auf einem Vitabook-Medikationsplan daran erinnert wurden, wann was nachzubestellen ist, es nachbestellen und sowohl den Arzt als auch die Apotheke informieren. Das waren die Anfänge. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also was waren die Erkenntnisse so aus den Anfängen? Wie wurde das angenommen? Also weil eure Kommunikation geht ja direkt an den Patienten. Ja, wir haben anfangs versucht, Apotheker zu überzeugen, ihre Patienten zu überzeugen und haben dann sehr schnell gesehen, dass Apotheker das zwar erkennen, sich aber doch nicht um ihren Bestand kümmern möchten, weil sie sich sagen, bloß nicht den Kunden ins Internet bringen, den will ich gar nicht auf die Idee bringen, der soll bitte schön hier in meine Apotheke kommen, damit ich noch einen Zusatzverkauf hinbekomme. Das heißt, der Fokus war sehr schnell auf Pflegediensten, weil man mit Vitabook natürlich 100 Pflegepatienten, die im Schnitt 6,7 Medikamente gleichzeitig nehmen, überzeugen kann. Und so waren die ersten 2-3 Jahre ganz massiv Apotheken überzeugen Pflegedienste und so sind knapp 640 Pflegedienste jetzt zusammengekommen, die einfach das System als Erleichterung nutzen für ihre Folgeverordnungen. Erst später kamen dann auch signifikant Endverbraucher dazu. Diese Endverbraucher sprechen wir ganz massiv über Google-Maßnahmen an, dass einfach der Verbraucher mit dem richtigen Interesse über unsere Fähigkeiten informiert wird. In Teilen passiert das auch in Apotheken, aber die Apotheken sind beim Fokus Pflegedienste geblieben und nur Einzelne haben dann wirklich auch Vitabook als Digitalisierungsinstrument Richtung Endverbraucher richtig eingesetzt. Wie viele User hat Vitabook heute? Wir sind bei 184.000 Patienten aktuell, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Und wir rechnen damit, relativ stürmisch weiterzuwachsen, weil wir uns natürlich auch weiterentwickelt haben. Wir sind heute im Klinik- und Krankenkassenumfeld sehr stark unterwegs. Und das sind große Multiplikatoren, die, wenn sie ihren Patienten Vitabook empfehlen, sehr schnell zu vielen Nutzern führen. Ich bring mal ein Beispiel. Das Helios Klinikum in Krefeld gibt allen Patienten, die das wollen, sämtliche Gesundheitsdokumente digital in das Vitabook-Konto mit. Sie können sich vorstellen, dass wenn da einige 10.000 Patienten im Jahr sind, dass da schnell was passiert. Oder die Medizinische Hochschule in Hannover, die allen Implantatpatienten einen Vitabook-Implantatausweis gibt und die Daten in das Vitabook-Konto übermittelt. Also es sind verschiedenste Ebenen, wo einfach Konten entstehen, wo Daten hineingegeben werden und wir sind lange weg davon, komplett auf Apotheken fokussiert zu sein. Wir sind heute im gesamten Gesundheitsmarkt unterwegs. Ja, das ist eine interessante Erfahrung, die du schilderst und ich finde das toll, dass Kliniken zum Beispiel hier mitziehen und wirklich auch diesen besonderen Service anbieten, weil wir zum Beispiel mit interaktiven Beratungslösungen oder auch Mobile Apps auch immer wieder festgestellt haben, dass offenbar der Leidensdruck in der Branche selbst noch nicht angekommen ist, obwohl die Zeichen auf Sturm stehen meines Erachtens, also wenn man sich in den Medien anschaut,
was Amazon da vorhat und jetzt dabei ist, umzusetzen. Ja, also das ist jetzt kein Abwarten mehr, sondern wir können jetzt zugucken, wie der Markt erobert wird nach und nach. Hast du einen Grund erfahren, warum vielleicht nicht unbedingt die einzelne Apotheke, aber die Apothekenorganisationen, Verbände und Kooperationen sich dafür zu wenig engagieren? Ja, ich glaube, da eine Erkenntnis zu haben. Und zwar fange ich mal bei den Apothekerkammern an. Die Kammern haben eine wichtige Aufgabe, dass sich bitte nichts ändert am System. Sie vertreten die kleinen wie die großen Apotheken. Und das System ist so, wie es da ist, gut funktionierend. Natürlich sterben einzelne Apotheken, aber in der Masse geht es den Apotheken gut. Und je weniger sich daran ändert, umso besser kann man diese Position behalten. Digitalisierung hat aus Apothekensicht primär Gefahren. So habe ich das Empfinden, dass dort primär die Risiken gesehen werden und nicht so sehr der Nutzen, weil es sich ja am Ende um ein Nullsummenspiel handelt. Das heißt, der Kuchen wird nicht größer in Deutschland. Er wird zwischen den knapp 20.000 Apotheken aufgeteilt. Dann gibt es sozusagen Versuche, über die Grenzen hinweg etwas abzugreifen, siehe Holland. Aber im Kern ist es ein Nullsummenspiel. Und wenn ich jetzt Digitalisierung ermögliche und das pushen würde als Kammer, dann würde ich die kleinen Apotheken, die das vielleicht nicht mitgehen, noch beschleunigen in ihrem Niedergang. Und deswegen lasse ich da lieber die Finger davon. Bei den Apothekerverbänden ist das etwas anders gelagert. Da gibt es eine größere Bereitschaft, sich auf diese Dinge einzulassen. Aber am Ende sind auch diese Akteure Bewahrer des Systems. Und es sind im Grunde solche Sündenfälle, die da eingetreten sind mit dem Versandhandel, der nun mal nicht mehr zurückzudrehen ist. Diese Diskussion haben wir ja nun im RX-Bereich nochmal massiv erlebt letztes Jahr. Die Büchse der Pandora ist da geöffnet und manche Dinge kann man nicht zurückdrehen. Gleichwohl würde man sich das wünschen, dass möglichst gar nichts Digitales da ist, damit alles so bleibt, wie es ist. Kunde kommt in die Apotheke, wird dort beraten und denkt bitte nicht drüber nach, irgendwas Digitales zu tun. Es ist im Grunde eine Abwehrstrategie und ich glaube, Apotheker sind tatsächlich im Moment in der Masse gut beraten, so abwehrend zu agieren, weil sie so am besten und am längsten ihre Freunde bewahren können und dieser Markt ja auch sehr gut reguliert ist, sodass selbst eine Amazon nur mit den Apothekern den Markt erobern kann. Aber gegen Apotheker kann hier keiner was machen im Land. Also muss ich ehrlich mal sagen, ist es auf individueller Ebene sehr schlau, digital zu agieren. Auf kollektiver Ebene ist es schlau, es zu verhindern, solange man kann. Ja, ich meine, wir könnten jetzt, glaube ich, aus dem Stand ein paar Branchen aufzählen, die das auch versucht haben und es sich irgendwie nicht gerechnet hat. Vor allen Dingen, was ich so spannend finde, ist, man könnte wirklich gemeinsam eine deutsche Lösung entwickeln und nicht warten, bis aus dem Valley irgendein Startup kommt und den Markt aufräumt. Also wenn ich an das Thema Telemedizin denke, dann ist hier Deutschland nicht unbedingt führend. So ist das. Es ist absurd. Es wird auf jedem Kongress davon gesprochen, dass Apple und Google und Amazon und so weiter bestimmt irgendwann kommen werden und man muss sich darauf einstellen. Passiert ist, das ist dann trotzdem nichts. Also es wird als Horrorszenario an die Wand gemalt und bewirkt trotzdem nicht, dass man sich im Hier und Heute verändert. Erst wenn dann wirklich Fakten eintreten, wie jetzt mit Amazon in Berlin und Hamburg, in Berlin und München, dass dort quasi Medikamente binnen einer Stunde geliefert werden, und zwar im ganzen Stadtgebiet, dann plötzlich gibt es ein Aufschreien und wir müssen doch was tun, dann ist man leider schon viel zu spät hinterher, weil diese mächtigen Maschinen dann natürlich sehr schnell einen flächendeckenden Rollout hinbekommen. Und plötzlich ändert sich die gesamte Mechanik und diese Phantomdiskussion, Botendienst, Versand, Handelserlaubnis und Co., interessieren dann irgendwann gar nicht mehr, weil die eine Umgehung gefunden haben, diese großen Player. Ja, ja. Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change- und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren.
Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen unsere Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gern auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Vernetzung, über IT-Systeme, über eigene inländische Lösungen gesprochen. Was ein ganz heißes Eisen ist der Gesundheitswirtschaft, ist natürlich das Thema Patientendaten. Und wenn wir mal so auf uns selbst als Persönlichkeit schauen, dann sind das dann doch die sensibelsten Daten, die wir haben. Jetzt ist ja immer wieder die Diskussion, ist es eine gute Idee, meine Daten einem amerikanischen Konzern zu geben? Sind die Daten vielleicht auf meinen Devices gespeichert? Wie habt ihr das mit VitaBook gelöst? Das stimmt. Das sind sehr sensible Daten, aber auf der anderen Seite muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wir müssen zwei ganz unterschiedliche Szenarien uns angucken. Der Zustand, in dem ich gesund bin und der Zustand, in dem ich krank bin. Das Interessante ist nämlich, dass all diese Datenschutzbedenken entweder von Funktionären kommen, die gerne die Dinge so lassen wollen, wie sie sind, oder aber von Gesunden. Wenn ein Patient schwer krank ist, ist das, was ihm fast gar keine Sorgen mehr macht, der Datenschutz. Das ist das etwas Absurde. Man will in dem Moment nur noch gerettet werden und gesund sein. Das zweite Thema ist, nein, es ist keine gute Idee, amerikanischen Unternehmen einfach die Daten dort zu geben, weil wir relativ sicher sein können, dass die unglaublich aggregiert und verwertet werden. Da muss man nicht viel Fantasie haben. Das ist sicher nicht die beste Strategie, sondern ich glaube, man fährt gut, ein deutsches Unternehmen zu wählen, das die Daten garantiert in Deutschland speichert und sich trotzdem nicht dem Fortschritt verschließt. Und das haben wir gefunden mit einem amerikanischen Unternehmen, nämlich mit Microsoft, die dieses erkannt haben. Man kann natürlich keinen deutschen Player finden, der auch nur annähernd in der Liga des Cloud-Business spielt, wie eine Microsoft oder Amazon oder andere. Da gibt's schlicht keinen. Man kann aber die Vorteile der Cloud, künstliche Intelligenz und was man da dann so heben kann, nutzen, indem die Daten zwar in der Cloud liegen, aber garantiert in Deutschland. Und das ist gelungen mit der Microsoft Cloud Deutschland. Dort liegen die Daten in zwei Telekom-Rechenzentren in Magdeburg und Frankfurt. In einer Art Datentreuhändermodell. Das heißt, die Telekom hat die Daten und Microsoft kann die Daten nicht abziehen und kann nur in begleitetem Umgang mit einem Telekom-Mitarbeiter Wartungsarbeiten vornehmen. Das heißt, man hat da eine ganz intelligente Lösung gefunden, wie die modernen Möglichkeiten genutzt werden, ohne dass man die Daten an Amerika verliert. Und dann, wer weiß, was damit gemacht wird. Ich hatte ein ganz spannendes Interview mit Professor Dr. Meine vom Hasso-Plattner-Institut, ja. Weil es genau darum geht, Daten abzulegen und vor allen Dingen, wer der Verwalter der Daten ist. Und wir waren uns in dem Gespräch einig, dass es keine gute Idee das der Bundesregierung zu überlassen, ne? Also dass hier die Datenverwaltung stattfindet. Wie gut ist die Idee, die Datenverwaltung einem Unternehmen wie euch zu überlassen? Ja, das ist ziemlich einfach. Wenn wir uns mal andere Lebensbereiche angucken und mal eine Sekunde außen vor lassen, dass es besonders sensible Daten sind. Auch Bankdaten sind sensibel, denn wenn ich dein Girokonto kenne, dann weiß ich, wo deine Vorlieben sind und das ist mal mindestens ähnlich sensibel. Warum hast du dir diese Tasche gekauft? Warum fährst du dahin in den Urlaub? Und. Gleichwohl nutzen wir dafür privatwirtschaftliche Organisationen oder nehmen wir den Privatpatienten, der alle seine medizinischen Daten einer Aktiengesellschaft anvertraut, einer Allianz oder einem anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Das ist ja nicht per se schlecht, sondern es ist anders organisiert und wenn dieses Unternehmen einen Geschäftszweck verfolgt, der nicht Datenauswertung ist, sondern Datenhaltung, dann finde ich das wunderbar. Dann ist es nämlich so, dass die Aufgabe dieser privatwirtschaftlichen Firma einfach nur ist, für mich eine technische Plattform zu schaffen, die komplett mir als Patient dient und nichts mit meinen Daten macht. Dafür bezahle ich dann Geld
dass die das so tun. Ein anderes Geschäftsmodell wäre, dass diese Organisation nur das Ziel hat, die Daten zu bekommen und die irgendwie zu verwerten, und ich dann quasi zur Ware werde. Genau da ist die Grenze und genau da positionieren wir uns auch ganz deutlich mit VitaBook als Service Provider des Bürgers für Gesundheitsdaten. Wir dienen dem Patienten und wir machen nichts auf eigene Faust, sondern alles, was da bei uns passiert, ist direkt vom Patienten initiiert. Wenn der Patient sagt, dieser Arzt darf die Daten sehen, dann hat er das getan und nicht wir. Und dann sind wir nur das Werkzeug, das es für ihn tut. Wenn der Patient sagt, ich möchte dieser Forschungseinrichtung Daten bereitstellen, damit man da den wissenschaftlichen Fortschritt weiter befeuern kann, wenn der Patient das will und uns sagt, tu das bitte, dann tun wir es, aber nicht andersherum. Also das ist die quasi die eigene Selbstverpflichtung, wenn man ja. so will? Ja, ganz klar. Zu sagen, wir sind der Datentresor, ja, und der Patient wird gefragt und kann selbst entscheiden, was mit seinen Daten passiert, ob sie einfach nur von euch verwaltet werden oder genau. gesichert werden, sagen wir genau. so, genau. Oder ob sie anderen Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Um den Begriff Primärsystem ein bisschen zu stressen. Im Grunde vergleichbar mit der Apothekenwarenwirtschaft oder der Arztsoftware. So wie der Arzt in seiner eigenen Software seine Dinge speichert, und der Apotheker in seiner Warenwirtschaft seine Dinge, so speichert mit VitaBook einfach der Patient seine Dinge in seinem System. Und diese Systeme lassen sich miteinander vernetzen. Und wenn ein Apotheker beispielsweise möchte, dass bestimmte Informationen an seinen Großhändler geliefert werden aus seinem IT-System heraus, dann muss der Apotheker das wollen und aktivieren und tun, aber eben nicht gegen seinen Willen. Und genau das ist damit sehr vergleichbar, was wir bei VitaBook tun. Das heißt, der Patient erhält seine Mündigkeit zurück, wenn ich mir genau. das also mal praktisch vorstelle vom Prozessablauf. Ich gehe zu meinem Hausarzt, lass mich dort behandeln, bekomme einen Arztbrief, der ist im VitaBook gespeichert und ich gehe genau. zu einem anderen Arzt oder werde überwiesen, Richtig. Dann kann ich diesem neuen Arzt, der vielleicht meinetwegen auch in einer anderen Stadt ansässig genau. ist, kann ich genau. ihm über VitaBook einen Zugang geben zu diesen Daten meines so Hausarztes. Ist es. Exakt so. Und das betrifft alles, was da in einer Lebensgeschichte entsteht. Das sind Röntgenbilder. Jede Röntgenuntersuchung, die zu viel gemacht wird, könnte Krebs auslösen. Jede ja. einzelne kann eine zu viel sein. Das ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Das zweite ist, Sie werden vielleicht doppelt geimpft oder wissen nicht, wie Ihr Status ist. Irgendwelche Erkrankungen, die im Blutbild über lange Zeit sich anbahnen oder Sie möchten wissen, ob Sie eine schwere Augenerkrankung haben, dann brauchen Sie häufig die Vergleichswerte aus der Vergangenheit, um das überhaupt einschätzen zu können. Und so gibt es Dutzende Beispiele, warum es wichtig und gut ist, seine Daten an einer Stelle zu haben. Je schwerer die Erkrankung ist, umso mehr kommt da zusammen. Und es gibt ein gutes Beispiel in den USA, wo das schon seit Jahrzehnten gelebt wird. Das sind die US-Soldaten. Da ist es ja üblich, dass man über die ganze Welt versetzt wird und natürlich mit diversen Ärzten im Laufe des Lebens zu tun hat. Und deswegen hat dort das zuständige Department schon vor Jahren eine Online-Gesundheitsakte geschaffen, die über die ganze Welt mitgenutzt werden kann, weil es da besonders offensichtlich ist. Was da aber auch für die Soldaten gilt, gilt für jeden Bürger, der einfach nur umzieht. Da reichen schon 20 Kilometer und es sind andere Ärzte. Und die haben in der Regel dann gar nichts aus meiner Vergangenheit. Ich fange immer wieder bei Null an und habe dann irgendwann noch vergessen, wie der Arzt überhaupt hieß, wo ich da vor 10 Jahren war. Markus, lass uns nochmal in die Zukunft schauen. Also Glaskugel raus. Ja. Wo siehst du die Gesundheitswirtschaft vielleicht so in 5 Jahren, wenn wir an künstliche Intelligenz, Deep Learning Systeme denken? Wo ja heute schon Intelligenzen oder digitale Intelligenzen, zum Beispiel Röntgenbilder viel besser auslesen können als Ärzte. Ich sehe da drin ein riesiges Potenzial. Und wenn ich mir angucke, dass das iPhone 10 Jahre lang im Markt ist und wir 5 Jahre jetzt gerade in die Zukunft schauen wollen, dann wird da sicher ganz viel passiert sein. Ich bringe mal 2 banale Beispiele, die mich da sehr beeindruckt haben. Das eine ist Skype for Business mit der Möglichkeit, simultan zu übersetzen. Da sitzt der eine und spricht in Deutsch und auf der anderen Seite sitzt ein Chinese, der hört das sofort live in Chinesisch, was der Deutsche in Deutsch gesagt hat. Dann antwortet der Chinese auf Chinesisch und der Deutsche hört es auf Deutsch. Und das live, das ist nur mit künstlicher Intelligenz möglich. Und um das mal in den Kontext zu bringen, das Europäische Parlament gibt 1/3 des gesamten Jahresbudgets für Übersetzungen aus.
da ist enormes Potenzial drin. Da könnte zum Beispiel auch ein chinesisch sprechender Arzt mit einem deutschen Patienten plötzlich sprechen. Das sind Dimensionen, die sind hochspannend. Ein zweites Beispiel, Röntgenbilder oder noch besser MRT-Serien sind dann ja Schichtaufnahmen, wo ein Radiologe schnell mal eine Dreiviertelstunde an einem Fall sitzt, um dann mühsam die Regionen zu markieren, wo vielleicht eine Bestrahlung stattfinden soll. Mit künstlicher Intelligenz ist das in wenigen Sekunden möglich. Man kann sich also gut vorstellen, wenn ich bei einem Radiologen, der nun wirklich ein Engpass in unserem System ist, von 45 Minuten auf vielleicht eine Minute runterkommt, was da für eine Power drin ist mit einer noch größeren Qualität. Und da sind wir noch ganz am Anfang dessen, was alles so möglich ist. Alle menschlichen Fähigkeiten lassen sich damit Kraft verstärken vom Feinsten und es lassen sich unglaublich gute Analysen damit fahren in dem vorhandenen Datenfundus. Das muss noch nicht mal Big Data sein. Das kann ganz einfach meine eigene Röntgenaufnahme sein, in der man sofort Dinge erkennen kann, die sonst vielleicht verborgen geblieben wären. Ja. Um vielleicht ein bisschen zu überzeichnen, würdest du sagen, der Arztbesuch oder die Meinung des Arztes ist vielleicht in Zukunft dann eher so Second Opinion? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass wir so radikal die Arztfunktion verändern werden. Aber die Arztfunktion wandelt sich, so wie es auch bei Journalisten ja jetzt geschehen ist in den letzten Jahrzehnten, von einem Gatekeeper mehr zu einem Berater und Einschätzer. Gatekeeper heißt, der Journalist hatte lange Zeit die Deutungshoheit. Da ist irgendein Ereignis gewesen und dann hat der Journalist die Möglichkeit gehabt zu sagen, was das denn heißt und hat das einsortieren können. So ähnlich ist das mit Medizinern. Es werden bestimmte Informationen erhoben. Der Arzt hat die Deutungshoheit. Was heißt denn jetzt dieses Röntgenbild? Was heißt denn dieser Laborbefund? Und da bin ich heute schlicht nicht mehr auf ihn angewiesen. Das kann ich mir auch von anderen Systemen erklären lassen. Und insofern tritt neben die Deutungshoheit des Arztes treten intelligente Systeme, die mir da auch schon vieles erklären können, aber den Arzt nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen und den Arzt eher in eine Beratungsrolle bringen als in die Gatekeeper-Rolle. Mhm. So würde ich das einsortieren. Also die Rolle des Arztes, die sehe ich nicht gefährdet. Die Rolle wandelt sich. Sie wird ergänzt um intelligente Funktionalitäten, wo es um triviale Dinge geht. Und da, wo dann Einschätzungen wichtig sind, wo Erfahrung eine Rolle spielt, da wird das schon nicht so schnell kommen, dass die IT-Systeme da alles obsolet machen. Also diese Horrorszenarien von Robotern und Co., die sehe ich da nicht, sondern das ist eine tolle Unterstützung. Und so sollten wir das auch sehen. Und das wandelt sich ja jetzt auch bei Ärzten zunehmend, dass man die Vorteile in der Digitalisierung sieht und nicht immer nur die Nachteile, dass irgendwie Pfründe gefährdet wären. Ja. Zu wirken. Ja, das ist so. Da sprachen wir vorhin ja drüber. Im Grunde ist dieses Urteil zu den Boni für verschreibungspflichtige Medikamente ein lobbyistischer Betriebsunfall der Apotheker. So möchte ich es mal formulieren. Das war nicht erwartet, dass das hätte passieren können. Es ist aber passiert. Und plötzlich sieht man sich mit einer Lebenswirklichkeit konfrontiert, die gefährlich ist. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. In der Sekunde, in der das digitale Rezept Wirklichkeit ist, gibt es da kaum noch Halten. Das heißt, es kann überhaupt nicht im Interesse der Apotheker sein, das digitale Rezept irgendwie zu forcieren, weil dann natürlich diese digitale Rezeptnummer an einen Versandhändler gehen kann und natürlich wird dann der Versandhandel auch innerdeutsch eine Riesenrolle spielen. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbiete den Versandhandel, um mir diesen Ärger nicht einzuhandeln. Das halte ich für rückwärtsgewandt. Das ist aber am Ende die Mechanik, die hier gerade passiert. Oder ich versuche offensiv damit umzugehen und solche Dinge erkenne ich schlicht nicht. Ich habe bis jetzt nicht von Apothekerkammern und Verbänden nach vorne gerichtete Digitalisierungsstrategien wahrgenommen, sondern nur Verhinderungsstrategien.
Gerne. Ja. Ja, Vitabook ist ein Oberbegriff für verschiedene Projekte, die sich dahinter verbergen. Vitabook ist eine Plattform, die alle Akteure des Gesundheitssystems miteinander verbindet, mit dem Patienten im Zentrum und ihm als Eigentümer all dieser Daten. Basierend auf dieser Plattform haben wir das digitale Entlassmanagement entwickelt. Und das finde ich im Moment sehr, sehr spannend, weil dort zum 1. Oktober diesen Jahres eine Zeitenwende einsetzen wird. Kliniken werden für 7 Tage Verordnungen erstellen können und müssen für Hilfsmittel, für Medikamente, für alle nur denkbaren Dinge, die in der Folgeversorgung nötig sind. Wir erleben hier also gerade eine komplett disruptive Entwicklung, dass nicht länger der niedergelassene Arzt die weitere Richtung vorgibt, sondern in der Klinik ganz maßgeblich gesteuert wird, wo was nach der Klinik passiert. Außerdem werden die Krankenkassen dort massiv involviert. Und diese Lösung, den Entlass- und Versorgungsmanager, den haben wir in den letzten 2,5 Jahren entwickelt, wissend, dass diese gesetzliche Anforderung jetzt kommen würde. Und wir sind da einfach toll positioniert, sprechen mit allen deutschen Kliniken, um diese Lösung in diesem Jahr noch zu platzieren. Und damit glauben wir, einiges zu verändern im Gesundheitswesen, wieder Ströme von Folgeleistungen nach der Klinik stattfinden werden. Das begeistert mich sehr und da geht im Moment die Hauptenergie rein. Spannend. Können wir gerne noch mal eine Podcast-Folge zu machen? Ja, gerne. Okay, kommen wir zu unserer Q&A-Session. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und bitte Ja. dich einfach ganz spontan aus dem Bauch raus zu antworten, was dir dazu einfällt. Jawohl. Okay, Markus. Erste Frage: Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich mit der Digitalisierung zu beschäftigen? Ich bin nie abgehalten gewesen davon. Ich bin zutiefst digitalisierungsfreundlich. Okay, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Das ist ein frecher 2-Meter-Mann, der einfach Regeln ignoriert und nach pragmatischen Lösungen sucht. Okay, kannst du das in einem Wort ausdrücken? Gibt es da ein Wort, wo du sagst, das ist dir wichtig? Ja, ein Wort. Also ich habe gerne Impact. Also das ist der Impact, yes. 2-Meter-Mann mit Impact. Ja, okay. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben oder auf dein Business? Das war eine Begegnung mit Professor Yunus, dem Friedensnobelpreisträger, der die Mikrokredite erfunden hat. Der hat mich 2008 sehr beeindruckt, ein soziales Problem unternehmerisch lösen zu wollen. Und das habe ich mit Vitabook versucht und bin dabei, das soziale Problem, die Selbstbestimmtheit im Alter sehr häufig zu verlieren, unternehmerisch verhindern zu wollen. Wenn es gar nicht erst zu Wechselwirkungen kommt, dann lande ich auch nicht im Krankenhaus und dann auch nicht im Pflegeheim. Ja. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ja, eine klare Vision zu haben, wofür man kämpft, wo es hingeht, an dieser Vision ganz konsequent festzuhalten und mit Gottvertrauen dabei zu sein, nicht auf die negativen Dinge zu sehen, sondern darauf, dass die Dinge sich schon richten werden und gut gehen werden. Ja. Also großen Respekt auch von mir. In der Branche ist es wirklich nicht leicht, sich zu behaupten. Wir sind auch Ja. ein paar Jahre schon dabei. Also das ist wirklich sportlich. Das ist, glaube ich, von allen Branchen, die ich so kenne, in denen Ja. ich schon unterwegs bin, eigentlich das ist wirklich eine Challenge. Das glaube ich genauso. Das kann ich bedingungslos unterschreiben. Ja. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt? Jetzt nicht so die eigenen Tools, sondern Klar. hast du irgendeine Quelle im Internet? Ja, ich bin wahnsinnig viel auf Reisen und brauche da 2 Tools sehr, sehr intensiv. Ich bin ein großer Fan der Deutschen Bahn-App. Die ist fantastisch. Die hilft wirklich gut. Und ich bin ein Freund von MyTaxi, das brauche ich fast täglich und es funktioniert so unendlich gut, damit auch zu bezahlen. 2 tolle Beispiele, wie man mit einer App echte Prozesse gut unterstützen kann. Ja, sehr smart, das stimmt. Damit wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen, Thema Musik, was hörst du gern? Was bringt dich auf neue Ideen? Was inspiriert dich?
Ja, wenn ich Spotify einschalte, dann ist das sehr oft Konzentration als Oberkategorie. Also einfach ganz entspannte Musik im Hintergrund, die einen dabei unterstützt, an Konzepten, an E-Mails weiterzuarbeiten. Und wenn es mal nicht das ganz Seichte sein soll, dann gerne Robert Miles als Beispiel, das mag ich gerne, oder Kings of Convenience, Quiet is the New Loud, solche Dinge. Das macht mir Freude. Aber ich kann nicht sagen, dass ich musikalisch da einen ganz besonderen Geschmack hätte. Für mich ist es maßgeblich, entspannte Musik dabei zu haben. Die Dinge, die ich sonst tue, sind anstrengend genug. Da brauche ich den Gegenpol dazu. Kannst du uns einen Film empfehlen? Ach, das ist, ja, mich hat, ich mag gerne Angelina Jolie, Salt, diesen Film, den mag ich sehr gerne, der hat mich begeistert. Und ansonsten ist es immer so diese Mischung von KGB und Agenten und Co. Das passt fast immer, solche wilden Geschichten in diese Richtung. Ja, das beschreibt ja auch eigentlich deinen Job, ne? Also es ist eigentlich, ja, sehr schön. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Ja, mich hat ein Buch sehr inspiriert, das ist schon ein paar Jahre her. Das nannte sich While I Was Asleep. Das handelt davon, dass man sehenden Auges mitbekommt, wie die Welt sich verändert und erst im Rückspiegel realisiert, wie alles zusammenhängt. Ja, Und absolut. das betrifft auch die Digitalisierung. Da kommt irgendein neues Feature und wir nehmen das dankend zur Kenntnis und erst 10 Jahre später wissen wir, dass das die Welt verändert hat. Ich bringe ein Beispiel. 2000 war das. Da hatte mir ein Kollege gesagt, sag mal, kennst du eigentlich Google? Da kann man so viel besser Sachen mitfinden. Und ich dachte, was für ein blöder Name, kannst du ja mal ausprobieren. Ich hätte nicht im Ansatz geahnt, was daraus heute geworden ist. Ich glaube, beim Mobiltelefon war es damals so, man hat eingeschätzt, dass vielleicht 4.000, vielleicht 5.000 Menschen weltweit dieses Ja. Gerät gebrauchen könnten. Ja, Das muss man sich genau. mal überlegen. Heute haben wir alle so ein Ding. Solche Schätzungen sind immer Mist. Also, Ja, das ist das immer mit dir, genau. man liegt weit darunter unter dem, was wirklich passiert. Ja. Genauso wurden ja Menschen gefragt, ob sie mit dem Kopfhörer durch die Öffentlichkeit gehen würden, dass das natürlich kein klar denkender Mensch machen würde. Ja, so kann man daneben liegen. Ja, genau. Ja. Welche drei Interviewgäste würdest du unserem Podcast empfehlen können, die was zum Thema Marke und Digitalisierung sagen könnten? Wer wäre spannend? Ja, ich finde Herrn Professor Schlegel sehr spannend, der sich rund um das Medizinrecht seit Jahren exzessiv mit dem Thema beschäftigt hat. Der hat da wirklich was zu sagen. Ich bin beeindruckt von dem Vorstandsvorsitzenden der Technikerkrankenkasse. Der macht gerade digital alles richtig, was man als GKV machen kann. Auch das ein ganz inspirierender Mensch. Wie heißt er? Und Professor Baas oder Herr Baas. Ich glaube, Professor ist er gar nicht, Herr Baas. Herr Bass. Professor war der Vorgänger der Klusen, genau. Also er ist ohne Professor. Den finde ich ganz spannend. Und wen ich natürlich auch sehr schätze, ist Herr Müschenich vom Bundesverband Internetmedizin. Da sind wir auch Mitglied. Der hat auch was zu melden und zu sagen. Der hat Relevanz. Schön. Wir fragen an und schauen mal, ob wir den Podcast hier bekommen. Gerne. Kannst du uns zum Schluss noch sagen, wie wir dich am besten kontaktieren können, wenn wir Rückfragen haben, zum Beispiel zu Vitabook, und was Ja. dein bester Tipp ist für ein glückliches und erfülltes Leben? Puh, ja, das sind zwei Fragen. Dann fange ich mal mit der ersten an. Über support@vitabook.de ist unser Kundencenter erreichbar. Einfach den Hinweis, ich möchte Kontakt zu Markus Böhnig haben, das kommt sofort durch. Das ist ganz einfach möglich. Auf unserer Webseite vitabook.de gibt es diverse Kontaktmöglichkeiten, die dort aufgeführt sind, wie man direkt Menschen bei uns erreichen kann. Jederzeit gerne. Und das Thema, wie man ein erfülltes Leben führt, da muss ich einen Aspekt zu mir sagen. Ich bin überzeugter Christ und ich glaube, dass man als Christ ja das erfüllteste Leben haben kann, weil man nicht nur an diesem einen Leben klammert und gleichzeitig in diesem einen Leben, das man hier auf der Erde hat, sich gut gestärkt und unterstützt fühlt. Und mit viel weniger Ängsten durch die Gegend läuft, als das Menschen tun, die das nicht haben. Das ist so das, was ich dazu sagen kann.
dann Glück dabei zu haben, die richtige Frau an der Seite zu finden. diese Mischung, von der kann ich sagen, wenn man das dann noch ergänzen darf um eine erfüllende Tätigkeit, mit der man Impact haben darf, das sind drei schöne Zutaten, um zufrieden zu sein. Und wenn dann die Gesundheit noch mitmacht, dann ist es ganz schön rund. Schön, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich bei dir für deine Zeit und für dieses wertvolle Gespräch. Wir werden alles, was du gesagt hast und deine Empfehlungen, natürlich auch den Link zu VitaBook in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode packen. Und dann bleibt mir nur noch dir eine schöne Zeit zu wünschen und dass wir in Kontakt bleiben. Sehr gerne. Vielen Dank für die Zeit. Danke, Markus. Bis bald. Ciao. Tschüss. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.